zwei Stuttgarter Gegenspielern landenden 40 Meter Schläge. Kommt zu spät. In die Nähe des gegnerischen Strafraums. Wie immer. Ballspiel im Moment gegen eine Stuttgarter. Der ist doch wahr. Was ist wahr? Den Toni siehst du jeden Donnerstag im Verein. Also ich spreche mit wem ich will und solange ich will, verstanden? Gib doch zu, dass es dir stinkt. Vorsicht! So ein Depp! Fahr halt langsamer! Hier passiert's doch! Jetzt sind sie wieder alle unterwegs. Nur weil es einmal nicht nach deinem Schädel geht. Das ist doch wahr. Kann ich mir jetzt endlich in Ruhe das Spiel anhören? Ich werde ja nie gefragt. Zum Beispiel dieses trostlose Firmenjubiläum vorletzter Woche. Hast du ja den ganzen Abend die entsprechende Schnute gezogen. Die abgestandenen Witze deines Chefs waren auch zu peinlich. Tja, so wird es noch weit bringen in der Firma. Da glaubst du das Tarn nicht an, dieses... Irritationen des Bayern-Mittelfeldspielers auch... sehr schwach. Wenn Sie dann bitte das Abblendlicht einschalten. Und das Fernlicht noch bitte. Jawohl. Nicht nur im Sport, auch bei Nachtfahrten braucht man Konzentration, um sicher ans Ziel zu kommen. Wussten Sie eigentlich, dass 40% aller Unfälle bei Nacht passieren? Darum fahren Sie hellwach und überprüfen Sie regelmäßig die Beleuchtungseinrichtungen am Fahrzeug. In diesem Sinne... fair, sicher, gelassen. Ich versuche immer, die Dinge im Griff zu halten. Dazu gehört der rechte Durchblick, auch beim Autofahren. Also, die paar Minuten müssen wirklich immer drin sein. Glasklar, Sicht für Sie und für die anderen. In diesem Sinne, fair, sicher, gelassen.
Dann bitte schalten Sie um. Die Dame hat sich auch zurückgemeldet, diesmal als Engel, Lena, Engel der Nacht. Ich lebe davon, dass ich gesehen werde. Nicht nur als Schauspielerin, auch als Radfahrerin. Und dazu braucht man Licht. Bitte überprüfen Sie immer wieder Licht und Reflektoren an Ihren Fahrrädern. Vor allem auch an den Rädern Ihrer Kinder. Und an die Autofahrer ein Appell. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Radfahrer in der Dunkelheit. In diesem Sinne, fair, sicher, gelassen. Andi war schon ein echter Kumpel und wollte halt wissen. Er war immer unterwegs, sonst erlebt man ja nichts. Unser Kaff, tote Hose, Provinz eben. Entweder man lässt sich gleich begraben oder man riskiert was. Und die Sache mit Andi, naja, das kann jedem von uns passieren. Für mich ist das Leben doch gelaufen. Schauen Sie mich an. Und nächste Woche werde ich 18. Autofahren war halt sein Ein und Alles. Das alles aus Angeberei und Übermut. Glaubt ihr wirklich, dass es das bringt? Vor allem trifft es ja nicht nur den Fahrer. Also Beifahrer und Mitfahrer, setzt euch nicht zu den Idioten ins Auto. Und ihr Fahrer, habt ihr das wirklich nötig? In diesem Sinne also fair, sicher, gelassen. Da sehen Sie das nicht, das ist doch eine alte Frau. Sehen Sie, das ist auch so eine, die glaubt, der kürzeste Weg über die Straße wäre der schnellste. Ist es auch. Aber in die Unfallstation oder in Himmelnau. Glaubst du, Kinder und eure Leute sind oft unberechenbar. An das sollen die Autofahrer denken. Drum bleibt alle fair, sicher und gelassen.
Wer auf dem Spielfeld ein grobes Foul begeht, riskiert die rote Karte und damit Platzverweis. Ein grobes Foul im Straßenverkehr dagegen kann lebensgefährlich sein und das Aus für immer bedeuten. Wer die Verkehrsregeln beim Motorradfahren missachtet, fährt nicht sportlich, sondern rücksichtslos. Eine schnelle Maschine verpflichtet zu besonderer Fahrweise, nämlich fair, sicher, gelassen. Haben Sie das gerade gesehen? Also was sich manchmal auf unseren Überholspuren abspielt, das ist doch der helle Wahnsinn. Wenn man mit 160 dem Vordermann auf die Stoßstange aufrückt, dann braucht man sich nicht wundern, dass man keine Chance hat, wenn der plötzlich bremsen muss. Man kann es wirklich nicht oft genug sagen. Faustregel, Abstand gleich halber Tacho. Also wenn schon 160, dann bleiben Sie 80 Meter dahinter. Wenn Sie das tun, dann fahren Sie auch auf der Autobahn. Fair, sicher und gelassen.